Die Reise bis hierher. Am Anfang suchte Tod den Krähenvater. Doch was er fand, war weit mehr. Ein Geheimnis, längst vergessen. Ein Weg zu einer anderen Welt. Willkommen zurück zu Darksiders 2. Eben gerade gab es ja so einen kleinen Rückblick und so eine Idee finde ich richtig cool, dass wenn man das Spiel neu startet, es eben so eine kleine Zusammenfassung gibt. Na gut, wir sind noch am Anfang unserer Reise. Mein Rabenfreund ist auch wieder da. Und wir müssen hier drüben weiter zu dem Kessel. Können wir den mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Bübchen. Ist aber ein verdammt großes Bübchen. Na gut, dann bleib du mal hier. Wir gehen alleine. Immerhin bin ich ja noch viel größer. Moment. Wir gehen erstmal noch ganz kurz ins Inventar. Können wir hier eigentlich die Sense ändern? Weil einer hat irgendwie geschrieben, ich kann hier eine Sense nur nehmen. Aber hier drüben, das sind zwei. Das sind zwei und das sind auch zwei. Dann hätten wir nur hier die Waffen noch. Und die beiden hier, die gehen ja noch nicht. Also machen wir mit zwei weiter. Geht der Laden auf? Sehr schön. Unser erster Dungeon. Na, die kloppen wir hier mal weg. Ein bisschen Kleingeld aufnehmen. Hier drüben kommen wir nicht rein, also müssen wir hier hin. Okay, die Seite geht weiter. Da wären wir also, der Kessel. Genau so habe ich mir den vorgestellt. Was zur Hölle bist denn du? Eine Schattenbombe? Ja, sowas kennen wir auch aus dem ersten Teil. Da gab es auch so Bombenkugeln. Damit musste man dann das ein oder andere kleine Rätsel lösen. Wir können uns hier mal einen krallen. Und dann können wir hier in den Zielmodus. Mit RT können wir feuern. Machen wir hier mal hin und wir bewirken das hier. Genauso dachte ich mir das. Und den haben wir auch immer wieder neu. Also wir können immer wieder eine mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch die ganze Zeit in der Hand lassen können. Aber ich denke schon, hier blinkt ja nichts. Na du hier, willst du mal eine? Boom! Und wir gehen hier gleich mal nach hinten. Rapp! Nice. Hier noch eine Truhe, die nehmen wir uns natürlich. Hier vorne. Und auf der anderen Seite ist wohl auch noch eine Truhe. Hier kommen wir rüber. Über uns oder das hier? Ah, hier sieht man es ja. Mit einer Bombe sollte es gehen. Na, gib her. Und hier drüben hin. Eine sollte genug sein. Oh, wir bekommen wieder neue Drähte. Da schauen wir doch gleich mal rein. Was haben wir hier denn bekommen? Ich finde es eh gut, dass man die ganzen Sachen verkaufen kann. Natürlich schlechter. Sieht auch schlechter aus. Was haben wir hier? Die wären vom Widerstand besser. Ist nur die Frage, was ist mehr wert? Verteidigung oder eben Widerstand? Sie sehen besser aus und besser aussehen ist ja schon mal was, ne? Also nehmen wir den Widerstand. Na, Jungs. Oh, oh, hier will ich aber lieber nicht runterfallen. Und den krall ich mir mal. Dann gehen wir hier mal weiter. Neue Gegner. Rufen wir hier gleich mal unsere Armee raus. Was haben wir denn hier? Wo es ein Schloss gibt, da gibt es auch einen Schlüssel. Sehr weise Worte, mein toter Freund. Also, einen Schlüssel. Wo bekommen wir den?
Hier drüben haben wir nichts, also gehen wir erstmal hier weiter. I need a key. Nope. Können wir hier rüber? Hm. Oder wir müssen hier oben lang. Aber ich denke mal, das geht nicht. Also müssen wir... Ah, okay, auf die andere Seite einfach. Zeig mir den Weg. Auf die andere Seite, mein Freund. Er will... Jetzt macht das. Sehr schön. Genau so. Genau so. Du lernst dazu. Hier drüben hätten wir einen Hebel. An der Wand können wir entlang. Normalerweise sollte das gehen. Aber dennoch schaue ich erstmal. Das hier ist zu. Ah, Moment. Hier drüben. Hier drüben. Da kann man hoch. Mhm. So, so. Ah, okay, ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe es und... Sehr schön. Zack, zack, zack. Auf die andere Seite. Zeig mir den Weg. Nicht, 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 nicht. Du musst hier lang. Los. Also die Steuerung, da stimmt irgendwas nicht. Aber ich habe keine Ahnung was. Ich habe eben gerade reingesehen. Ich kann hier auch die Tasten nicht wirklich anders umlegen. Okay, wir können also B verwenden, um... Wahnsinn. Wahnsinn, um hier runterzukommen. Wäre ich nie drauf gekommen. Gib her das Seil. Und wir werfen es gleich mal hier hin. Haben wir eine Abkürzung oder müssen wir wieder den ganzen Weg nehmen? Und da oben geht's nicht lang. Hier rüberspringen könnte funktionieren. Ah, okay, hier. Oh, neue Freunde. Na, gleich mal hier meine Freunde. Ein weniger. Hier sieht man auch diese blaue Eiszahl. Damit sehen wir unseren No nicht runterfallen Frost Damage. Ah, die Gegner sind mittlerweile Level 3. Können wir nochmal? Ja, wir können. Sehr schön. Und jetzt schnetzeln wir den hier weg. Und springt besser nicht hinterher. Na, du wirst mit Dreck. Ja, hier sieht man es, wir frieren die Gegner ein. Schöne Kombo. Und wir dürfen weiter. Na, was haben wir hier? Eine Verlieskarte. Ja, wie in Zelda ungefähr. In jedem Dungeon bekommt man eben eine Karte. Dann hat man ein bisschen Orientierung. Schauen wir auch gleich mal rein. Moment. Da kommen wir bestimmt über die andere Karte hin. Und zwar hier oben irgendwo. Ja, hier sehen wir sie. Die Verlieskarte, der Kessel. Eine Truhe. Da gehen wir mal hin. Dann hier unten zu, hier drüben zu, da sind wir reingekommen, hier auf der Seite. Und dann sind wir hier so lang. Und die wollen wir ja aufmachen. Und dazu brauchen wir den Key. Und dazu müssen wir erstmal neue Gegner besiegen, die wir mit coolen besiegen. Weil wir es können.
Number one. Oh, wir haben hier sogar neue Gegnerarten und irgendwie mögen die sich nicht. Na, wenn wir schon mal dabei sind und hier ein bisschen Ablenkung haben, holen wir gleich mal hier den schuppigen Mann weg. Oh Gott! Ich brauche einen Trank. Moment, das war so. Und ich bin wieder raus. Moment, ich habe meine Waffen abgelegt. Nein, da sind sie doch. Ich dachte eben gerade. Das wäre natürlich nicht so gut. Den hätten wir. Und wir haben sogar neue Drähte. Hm, nee. Magie. Magie plus 3. Weißen Stiefel. Magie, aber dafür kein Widerstand und weniger Verteidigung. Nee, wir bleiben mal bei denen hier. Wir brauchen einfach zurzeit den Widerstand. Und mit Magie erhöhen wir höchstwahrscheinlich nur unser Mana. Und so viel Mana brauchen wir gar nicht. Also bleiben wir mal so. Truhe, nehmen wir. Einmal bitte den Key. Na, wie ein Wunsch. Und da hätten wir ihn. Nice. Oh, wow, wow, wow. Aber ich bin der Tod, mir kann ja nichts passieren. Wir können hier drüben lang. Und jetzt warten wir unsere Tür. Da hinten irgendwo. Einmal hier weiter. Hier haben wir jetzt auch einen Weg. Und wir bekommen hier... Super, wir fallen erstmal runter. Ich meine, wenn man schon tot ist, muss man natürlich dieses Feature nutzen. Das haben wir eben gerade bekommen. Ich glaube, eine Münze. What? Oh, Junge! Das müssen wir noch üben. Winzig kleiner Abgrund und er kommt nicht drüber. Sagt los, wir müssen hier lang. Das gibt's doch nicht. Ernsthaft? Nein, wir können hier doch rüber. Na, warum denn nicht gleich so? Ich hole lieber wieder den Hammer raus. Der funktioniert ein bisschen besser als hier diese Armschienen. Ja, ich habe wenig Leben, will aber hier keinen Trank verdonnern. Oh nein, meine Ghoule sind platt. Erstmal hier drüben rein. Yam yam. Lass es dir schmecken, Großer. Mhm, wo sind wir hier? Das blaue Runde in das blaue Runde. Rollen mit B. Easy. Erstmal hier drüben hin, denn da oben sehen wir doch was. Moment. Können wir zoomen? Nee. Oh, hier können wir auch nicht weiter, also hier hin. Ja, da oben. Eine Münze. Schauen wir mal, wie wir rankommen. Jede Menge Truhen. Nett. Schultern. Davon hatten wir noch gar nichts. Und hier drüben haben wir... ja, ein Talisman. Magie plus 5 legen wir natürlich auch an, denn wir haben ja keinen anderen.
Und sonst alles beim Alten. Okay, ich würde sagen, danke fürs Einschalten und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss!